Moin Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schild. Wir sind hier kurz vor dem Encounter mit, keine Ahnung, mit einem merkwürdigen Typen und Timiel. Ole, 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 ole. Hey du da, wir wollen über die Brücke. Aber wir haben keinen Bock zu latschen. Lass mal den Fahrrad rüberwachsen, und zwar Dali. Mit dem Rad können wir den anderen Arena-Challengern prima den Weg abschneiden. Und das heißt es, ihr könnt nach Hause fahren, ihr könnt nach Hause fahren. Das ist doch Wahnsinn. Ihr habt ja noch nicht mal ein Rotom, um das Fahrrad in Betrieb nehmen zu können. Hilfe, die wollen mein Fahrrad klauen. Bitte, du musst etwas gegen diese fiesen Diebe unternehmen. Verpass ihnen eine Abreibung. Was sicher. Dann machen wir. Wer so hässlich ist. Klauen, wer hat denn was von Klauen gesagt? Wir wollen uns das Rad bloß borgen, Junge, und damit ein paar Arena-Challenger umher zu scheuchen, bis sie viel zu erschöpft sind, um zu kämpfen. Aber du kriegst jetzt erstmal in einem Kampf ordentlich auf die 12. Ole, 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 ole. Ehrenmann. Doppelte Vuvuzela, doppelter Spaß. So, was hat er denn so schönes? Ein Zickzacks. War schon klar, dass das Maskottchen von dem Team wird. Aber wir haben Fukano. Na, wer sieht besser aus? Richtig, der Fett. So, Flammenrad. Das sollte ja. Also, das ist ja noch die stärkste Attacke von meinem Fukano bisher. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir irgendwie vielleicht als Feuer-Pokémon Engelmanda bekommen. Aber anscheinend gibt es das hier doch nicht. Wahrscheinlich ist es bloß um 6, weil der Champ das hat. Ich finde es wirklich schade, dass hier dieser Samen, Shiggy und Glumanda nicht offiziell alle im Spiel sind. Fand die Starter mega cool, sind auch einfach meine Lieblingsstarter. Hier haben wir einen Gaunux. Ist einfach die weitere Entwicklung vom Kleptifuchs, denke ich mal. Hat auch diesen Staubsaugerschwanz. Verteidigung brauchen wir sowieso nicht. Boom! Oh. Oh. Kamola ist topfit. Tja. Das könnte man vielleicht doch brauchen, dann kriegen wir erstmal eine Standpauke jetzt. Ja. Okay, aber easy. Spezialangriff sinkt, ist auch nicht so schlimm. Flammenrad ist ein physischer Angriff. Und dann machen wir das nochmal. Die Standpauke hält er aus. Sehr schön. Ich habe auch das Gefühl, in dem Game ist es echt wenig so, dass Volltreffer gelandet werden. Also wirklich ja, so gut wie nie. Zack. Der eine Rübe ist weg. Sollen den anderen bestimmt jetzt auch noch machen. Ah, das ging nach hinten los. Hey, wir wollen doch nur ein Fahrrad haben. Komm uns ja nicht in die Quere. Rübe von Timiel setzt Zobirus ein. Oh, Zobirus. Fukano, aber der ist ja schon fast dort. Ich denke mal, dass ich jetzt hier mal lieber austauschen werde. Wie nehmen wir denn da? Wenn sie das höchste Level hat, ich will unbedingt mal Hohenweisel im Kampf sehen. Los, Hohenweisel! Erzwinger. Setzt Zobirus unter Druck. Lul. Jetzt war ich aber erstaunt. So, dann haben wir mal einen Windstoß. Das sieht schon cool aus, das Vieh. Vor allem auch so von unten mit dem Bienennest sozusagen als Kleid. Das ist echt eine sehr, sehr gute Idee von den Entwicklern gewesen, dieses Ding hier zu machen. Ein absolut cooles Pokémon. Ja, also wie gesagt, mein Lieblings-Pokémon ist halt Despotar. Milotic ist auch noch recht nah. Achso, ist blockiert. Dann machen wir Schlitzer. Ist auch noch recht nah dran. Ach, ist ja keine Wirkung. Ja, stimmt, ist ja normal. Ah. Dann halt Käferwiss. Okay, ich dachte jetzt auch schon, hat keine Wirkung. Aber easy. Alles klar, gleich mal hier 1000 Level Ups. Du bist einfach zu stark. Wie soll unsere Favoritin denn da die Arena Challenge gewinnen? Da hilft nur eins. Wir müssen dich noch härter sabotieren. Warte mal. Das kann gut sein. Und er ist hier in der chirurgischen Ausbildung aus. Wow, du bist echt der Wahnsinn. Und sehe ich deinen Pokédex?
dann kann er in Rotom auch nicht weit sein, weißt du was? Bevor diese Typen von Team Yahir wieder aufkreuzen und mir mein Fahrrad klauen, schenke ich sie einfach. Für Rotom gibt es nichts Tolleres als Motoren. Deshalb schlüpfen sie gerne in allerlei Geräte, die einen Motor haben. Das hat mich auf eine Idee gebracht. Was, wenn ich mein Fahrrad mit einem Motor ausstatte? Und siehe da, ist es sofort hineingeschlüpft. Okay. Du siehst noch ziemlich skeptisch aus, aber kein Problem, mach doch einfach meine Probefahrt. Ich wünsche dir und deinem Rotom viel Spaß mit dem neuen Fahrrad. Worauf wartest du noch? Steig schon auf. Rotom kann es sicher kaum erwarten. Du hältst ein Rotomrad. Basis-Item-Tasche, bla bla. Augenblick, ich lese die Parteien aus der Bedienungsanleitung vor, drücke den Plusknopf. Alles klar. Sehr witzig. Zieht er sich auch direkt mal um. Eigentlich ganz cool gemacht. Gibt's hier noch ein Turbo oder so? Oh lol. Es gibt ein Turbo. Wenn man den B-Knopf presst, gibt's den Turbo. Das ist ja echt eine ziemlich neueste Sache. Ich habe übrigens immer noch nicht gegoogelt, wann sich Vulcano entwickelt. Ich lasse mich einfach überraschen und dann freue ich mich umso mehr. Die nächsten Entwicklungen hier, sei es jetzt Kirlia oder Chimsticks, die werden sowieso noch ewig auf sich warten lassen. Also Chimsticks wird ja, denke ich mal, erst so bei Level 36 passieren. Und Kirlia, ja, keine Ahnung. Ich denke mal halt auch eher so in dem. Okay, jetzt gab es hier irgendein elektrisches Geräusch. Wahrscheinlich kann man immer dann den Turbo verwenden. Jetzt, also, das war's schon, alles klar. Also, oh, da glitzert was. Eine Prachtfeder, die rein gar nichts bewirkt. Oh, da steht eine Olle. Sind ganz schön miese Fans, wenn sie anderen Leuten schaden, nur um ihre Favorite. Ja, das sehe ich auch so. Steht auch nochmal ein Typ. In der Ferne kann man das Stadion von Claw City sehen, bald wirst du auch dort kämpfen. Das ist auch korrekt. Ach, guck mal, hier, das ist doch die Gegend, wo auch Despotar ist. Hab mal in diesem einen Trailer da gesehen. Ist schon überhaupt, da bist du ja Chris einen Schritt näher und du musst gegen mich kämpfen. Ach, nur also als Vorwarnung. Wie oft? Du hast auch, also auch Lust auf einen Kampf. Nee, aber ich muss ja weiterkommen. Jetzt, wo wir beide den Pflanzenhorn haben, sind wir keine Anfänger mehr. Da wird es höchste Eisenbahn, dass wir beim Training auch einen Gang höher schalten. Ah ja, jetzt war ja auch los. Gucken wir, Trainer, fordere dich heraus. Na dann, hopp. Bolli. Los, Vulcano! Dann zeig uns doch mal, dass du dir deinen Ohren auch wirklich verdient hast. Junge, Alter. Ich schaff dir erstmal ein paar ordentliche Zähne an und dann können wir weiterreden. So. Der Wolli wird jetzt auf jeden Fall in Flammen aufgehen. Flash! Das wäre schon mal ganz gut aus dem Doppelkick. Und zieht ja extrem viel ab. Vulcano wird dann auf jeden Fall Level 21 erreichen. Kano sieht so cool aus, ey, und Akani ist ja der Dream. Nur, nur. Level 21. Fleckleon. Was ist das für Pokémon? Ach, bestimmt hier die Weiterentwicklung von Memeon, wa? Dann nehmen wir mal Chimsticks. Chimsticks. Fleckleon. Gott, Alter, so ein richtiges Emo-Vieh. Rasierblatt. Alles klar, er ist schneller. Wahrscheinlich auch das Einzige, was er kann. Ne, okay. Gar kein Problem. Wahnsinn, du hast die Wechselwirkung zwischen den Typen ja schon total verinnerlicht. Ja, das hast du mir schon mal gesagt und ja, das habe ich. Zack. So, was haben wir jetzt noch? Kranowitz ist dann bestimmt die Vorentwicklung von diesem Riesenvogel. Tja, nimmt man denn da? Nehme ich aber Vulcano. Ich habe jetzt, glaube ich, nichts, was gegen Flug sehr effektiv ist. Mein letztes Pokémon, aber ich darf jetzt nicht in Panik geraten. Pokémon-Trainer, hauptsatz Kranowitz ein. Ja, sehr komischer Vogel. Anspannung von Kranowitz. Bedroher von Vulcano. So. Flammenrad. Erstmal werden wir eine Runde gebiekst. Also mal Volltreffer. Hat das so viel abgezogen. Boom. Na, sehr schön. Sogar verbrannt. So muss das sein. Und schauen wir mal. Macht er einen Silberblick. Okay, Verteidigung gesenkt, ist
uns eigentlich auch ziemlich egal. Zellavier sein Pizza machen. Zack. Verbrennung wird nicht reichen. Nochmal Flammenratten, dann hat sich die Sache. Ach, warum? Junge, ach, nicht so. Das ist ja ätzend. Zögert er immer nur heraus. Pflücker. Junge, sitzt er bei mir pflücken. Ich pflück dich gleich. Zack. Oh, es reicht nicht. Furienschlag. Och, nee. Zweimal getroffen. Hammerart. Flammenraten. Jetzt hat sich die Sache aber. Ja, ausgezeichnet. Der ist gezeichnet. So. $1,680. Denn du bist echt ein Dollar-Dollar-Gegner. Du bist immer besser, Chris, aber ich lass nicht locker und trainiere weiter. Ah ja. Du hältst einen Beleber. Beschlossen, mit 10 Zeit so weiter im Programm. Als nächstes klappe ich mit Kate vor, die Wasserarena-Leiterin. Junge, du schaffst nicht mal gegen mich, Alter. So, ich habe keinen Bock mehr zurück zum Pokémon Center zu latschen. Dementsprechend hauen wir jetzt hier einfach mal einen Energiestopp rein. Zack. So. Oh. Eine Geniefeder. Spezialangriffswertbasis dauerhaft erhöht. Das sieht echt cool aus da im Hintergrund mit dem ganzen. Der Naturzone und deinem Stadion da hinten. Das ist echt. Lol. Alles klar. Hey, trifft Zeplies. Ist ja auch cool. Ich will den Pokéball, also muss ich hier die konzentriere ich darauf, die Stärken der Pokémon auszubauen. Ihre Schwächen kann man auch mal ignorieren. Pokémon Züchterin Rebecca fordert dich heraus. Alter, hat die eine Knollnase. Pokémon Kikugi. Okay, Fukano ist vorne, easy. Wenn die alle nur Pflanzen- oder Käfer-Pokémon haben, dann flammenrade ich die halt weg. Ich bin mal gespannt, wann Fukano Flambo verlernt. Oder Kani dann, mal gucken. Ja. Easy. One hit. Das waren die Erfahrungspunkte. Fleckneul. Von mir aus. So. Fleckneul, hätten wir irgendwas was dagegen effektiv? Aber anscheinend nicht. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas hätten. So. Na gut, dann machen wir das einfach wie üblich mit deinem Flammenrad. Windschnitt. Ah ja. Flammenrad. Okay, es geht ja. Nochmal Flammenrad, dann hat sich die Sache erledigt. Ui. Ah, okay, ein Volltreffer. Aber wir haben ja auch noch Energiestaub, von daher alles safe. Tschüss. Rebecca. Du Rebecca. Du gewinnst 1000 irgendwas Pokédollar. Ich bin nur ein großer Träume. 3 Kapseln. X-Spezialangriff. Okay. Sag's nicht weiter, aber ich lasse mir bei Arbeit gerne von meinem Pokémon helfen. Ah, so ein Ding ist es hier also. Schwarzer Wald. Angestellte Tanja fordert dich heraus. Was für Pokémon hast du denn? Ein Glibunkel. Wobei kann der dir helfen? Außer eine lange Zunge hat. Ich verstehe schon. So, okay. Tja. Dann wirst du jetzt erstmal die nächsten Wochen keinen Spaß mehr haben, weil ich muss den Glibunkel jetzt erstmal K.O. schlagen. Bleh. Ach, wirklich, jetzt bin ich auch vergiftet. Please, no. Komm schon, der sitzt jetzt und dann hat sich die Sache erledigt hier. Heim war mein Fukano. Ja, sehr schön.
So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Erstmal wieder Energiestaub und dann benötigen wir am besten. Ja, vielleicht haben wir auch eine Beere. Paralyse. Vergiftung, also doch. Die Persivbeere. Super. Super. So. Ach, das war's schon. Was? Hä? Nee, das war's doch noch nicht. Wollte schon sagen. Doch, hä? Das war's schon. Das war nix. Das war gar nix. Na gut, meinetwegen. Kirten. Das ist wie damals Azuria City. Auf dem Weg nach Azuria City. Das wäre so ein komisches Schild mit irgendwelchen Hieroglyphen. Bändige Hafenstadt, dachte ich mir schon fast. Ich gehe erstmal im Pokémon Center. Also hier werde ich auf jeden Fall mit meinem Fukano nicht sehr weit kommen. Was hat er jetzt gesagt? Ich frage mich, wieso es das Dynamax-Phänomen nur in der Galar-Region gibt, aber diese Frage kann offenbar nicht mal Professor Magnolica beantworten. So, da das hier eine Wasserarena ist, wäre ich ja schön doof, wenn ich Chimsticks nicht verwenden würde. Erstmal machen wir die Pokémon wieder fit. Ja, mach ich. Es tut mir außerordentlich leid, aber der Liga-Präsident ist wirklich sehr beschäftigt. Bitte respektieren Sie seine Privatsphäre und gewähren Sie ihm nun ein wenig Ruhe. Na schön, dann auf Wiedersehen. Bis bald hoffentlich. Hey, bleibt doch noch ein bisschen. Ich gebe gerne noch ein paar Autogramme. Ihr könnt sogar meine Liga-Karte haben. Wechseln Sie. Seufzt. Ah, das ist wieder dieser komische Betis, ey. Nehmen Sie mir die Frage nicht über, Olivia, aber müssen Sie so streng mit meinen Fans sein? Immerhin sind Sie es, die uns zu dem machen, was wir sind. Oh, ich weiß genau, wie wichtig Fans sind, aber wenn Sie Ihre Fans behalten wollen, müssen Sie ab und zu auch ein bisschen arbeiten. Präsident Rose, wenn ich Sie irgendwie entlassen kann, müssen Sie es mir nur sagen. Wer warst du nochmal? Ehre. Ehre genommen, Vorhaut genommen und in ein anderes Land gespendet. Betis ist mein Name, Herr Präsident. Ach ja, Betis, das wusste ich natürlich. Du hast dich ganz schön gemacht, seit ich dir damals dieses Pokémon gegeben habe. Du gehörst zu den Favoriten der diesjährigen Arena. Also wenn der, die das zu den Favoriten gehört, dann bin ich schon Champ. Aber die beiden Trainer, die eine Empfehlung vom Champ bekommen haben, stehen auch hoch im Kurs. Ja, so ein Ding ist es nämlich. Ich sehe es als große Ehre, dass Sie mir eine Empfehlung geschrieben haben, Herr Präsident. Ich werde Sie nicht enttäuschen, verlieren ist keine Option für mich. Doch nun werde ich Sie nicht weiter Ihrer kostbaren Zeit berauben. Entschuldigen Sie mich. Wiederschauen. Nicht wiederschauen. Oh, wenn das mal nicht Chris ist. Ich bin schon sehr gespannt, was du so drauf hast. Was hat der gute Deon wohl in dir gesehen, als er dir eine Empfehlung geschrieben hat? Hey, mir kommt gerade mal wieder eine meiner hervorragenden Ideen. Du wirst sicher als nächstes Kate herausfordern, richtig? Was hältst du hiervon? Wenn es dir gelingt, Kates Orden zu erkämpfen, laden Olivia und ich dich zum Essen ein. Das wäre bestimmt eine gute Gelegenheit, um einander besser kennenzulernen. Verzeihen Sie, Rose, aber die Zeit drängt. Streng dich schön an, ja? Alles, was du tust, formt die Zukunft der Galar-Region. Der Liga-Präsident hat vor, im Restaurant Wellenflucht zu speisen. Du bist eingeladen, zu uns zu stunden, sobald du den nächsten Orden errungen hast. Das werde ich tun. So. Bevor wir uns jetzt aber dem nächsten Orden widmen, möchte ich mich hier erstmal kurz in der Stadt ein wenig umsehen. Okay, irgendwie jetzt gerade ein bisschen gehakt, keine Ahnung. Aber wir machen weiter. So. Das ist ein Skoppel. Ich habe auch die Liga-Karte von Champ Zelion. Ja, und Champ kriegt ja auch jeder. Na, alter Omi. Ich weiß noch, als Professor Magnolica zum ersten Mal die Ergebnisse ihrer Forschung zum Dynamax veröffentlicht hat. Die ganze Regalarregion war in Aufruhr. Okay, wer jetzt? Gebt uns doch einfach irgendwelche geilen Items. Heute hat nichts angebissen, aber ich muss meine Angel trotzdem ein bisschen Schuss halten. Wenn sie vor Sauberkeit strahlt und glänzt, beißen die Pokémon gleich viel lieber. Nur eben heute nicht. Genau. Und noch ein Eingang. Komm schon, hier muss irgendwas Tolles drin sein. Na, ah, Kinder.
Wenn ein böser Mann vorbeikommt, beschützt uns unser Pokémon. Wahrscheinlich beschützt euch dieses hässliche. Wir passen auf das Haus auf, solange unsere Eltern weg sind. Unser Pokémon hilft uns dabei. Hat er gut geholfen, mich hier abzuhalten, dass ich hier reingehe. Ups, da habe ich mal gepfiffen. Ah, hier ist auch noch ein Eingang. Na, ihr seht also aus, als würde ich was geben. Man darf nie zu viel Pokémon aus dem Wasser fischen, sonst ist das Meer irgendwann leer. Wahrscheinlich. Ja, wär's wahrscheinlich. Wer gut angeln kann, ist immer auch ein guter Pokémon-Trainer. Warum? Weil die See launig ist und ein Angler muss blitzschnell auf Veränderungen reagieren. Genau wie ein Trainer im Kampf. Genau. Daran wird es wohl liegen. Dann heben wir das hier noch auf. Ah, überall. Den hätten wir früher gebrauchen können. Schauen wir mal, was. Okay, bevor wir den hier ansprechen, machen wir jetzt erstmal einen Cut. Und sehen uns in der nächsten Episode wieder. Wenn es heißt, let's play.